Hallo, ich bin Liha2004. Heute gibt es mal wieder ein Tutorial, und zwar ein Einwurf-Tutorial, weil es ja irgendwie bei den meisten nicht ganz klar ist, wie man genau jetzt einen Einwurf macht. Und da gibt es ein paar verschiedene Regeln, die einem vielleicht auch nicht bewusst sind, und die stelle ich jetzt mal vor. Erstmal Einwürfe, ganz klar, kennen wird einem wahrscheinlich immer beigebracht, werden von hinter dem Kopf nach oben geworfen, und zwar so, dass der Ball auch eine gewisse Steigung hat. Das heißt, nicht so nach unten werfen oder irgendwie so von hinter dem Kopf schon. Also, hupsala, man muss den Ball so bis nach vorne führen und dann werfen. Und dann, wie ist es, wo muss man stehen? Also man kann sowohl, wenn, also hier, ne, die obligatorische schöne Linie, ich kann jetzt hier stehen, um den Einwurf zu machen, wenn ich das Spiel schnell machen will, wofür Einwürfe übrigens sehr gut geeignet sind. Ich kann aber auch hier vorne stehen, dass ich mit den Hacken gerade noch so auf dieser Linie bin, also bin ich jetzt ja, aber wenn ich jetzt davor stehe, dann ist es falsch, also ein falscher Einwurf, und der wird dann abgewiffen, dann gibt es Einwurf für die Gegner. Also man kann hinter der Linie stehen, auf der Linie und noch knapp auf der Linie, aber nicht vor der Linie, also im Spielfeld. Und ein paar wichtige Dinge noch beim Einwurf: es gibt keinen Abseits. Das heißt, wenn die Verteidiger jetzt viel weiter vorne stehen als der Stürmer der eigenen Mannschaft, kann man trotzdem den Stürmer anwerfen, ohne dass er im Abseits steht. Aber man kann den Ball zum Beispiel nicht direkt ins Tor werfen, weil dann wird es abgepfiffen und es gibt Abstoß für die Mannschaft, bei der der Ball ins Tor geworfen wurde. Und generell, Einwürfe sind für die Verteidiger, wenn die verteidigende Mannschaft dann den Ball hat und jetzt in einen Angriff umsteigen kann, ist es halt sehr gut für die Verteidiger, dass sie nochmal Zeit haben, bis sie alle kurz die Position wieder eingefunden haben und so. Ja, wie kann man Einwürfe trainieren? Das ist eigentlich ganz einfach, man braucht einfach nur eine Wand und dann kann man das den ganzen Tag machen, einfach gegen die Wand. Also man kommt, stellt sie so hin, die Beine müssen auch immer zusammen sein beim Einwurf, das ist auch wichtig, und werfen. Und dann im Optimalfall kommt der Ball zurück. Ich habe jetzt leider keine Wand, und dann macht man das einfach immer wieder, bis man den Einwurf dann perfekt kann. Und wie gesagt, wichtig ist, auf der Linie oder hinterm Feld, nicht auf dem Feld stehen, Beine zusammen, und dass der Ball auch eine Flugkurve hat und nicht halt nach unten werfen, nicht direkt ins Tor werfen. Und ja, das war's von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass deinen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und ciao.